Wir dürfen uns auch schon am Wahlsonntag ab 18 Uhr können wir es schaffen, die Wahlplakate von SÖS und von den Linken zu überkleben und dazu zu nutzen, ein paar Tage lang bis zum Abbau der Plakate für Unterschriften zugunsten der Bürgerbegehren zu werben. Zu diesem Zweck liegen 1000 Plakate am Infostand und in der Kirchstraße bereit, an den beiden gleichen Ständen. Nehmen Sie zur Befestigung so einen Tacker mit, denn diese Plakate vertragen diesen Klebstoff nicht so gut. Man muss die antackern. So, und jetzt die Ankündigung noch, die üblichen, die zum Schluss nötig sind. Wussten Sie, dass von den über 60 Bahntunnelkilometern in Stuttgart bis heute 400 Meter, also noch nicht einmal 1% gebohrt sind? Wie sich das mit der behaupteten Umkehrbarkeit verhält, überlasse ich Ihrem Urteilsvermögen. Nächster Punkt. Tunnelbohrer zerstört Stuttgart, S21 ruiniert das Land und die Esslinger zahlen mit. So ist eine Veranstaltung überschrieben, die am kommenden Samstag, dem 24.05. in Esslingen stattfindet, von 13 bis 15.30 Uhr. Treffpunkt ist 13 Uhr am Esslinger Bahnhof. Der Demozug zieht durch die Esslinger Altstadt mit dem großen Tunnelbohrerrad, begleitet von der Lokomotive und der Capella Rebella. Und es geht weiter. Aus Anlass des vierjährigen Bestehens des Arbeitskreises Jura, also AK Jura, gibt es ein Fest mit Musik und Theater im mittleren Schlossgarten, gleichfalls am kommenden Samstag, 24.05. ab 14.30 Uhr. Sie müssen sich also aufteilen, schicken Sie Ihre bessere Hälfte zu der einen Veranstaltung und Sie selber gehen zur anderen. Bis 14 Uhr, nee, ab 14.30 Uhr, Open End, denke ich mal. Ich empfehle Ihnen auch, die offene Vortragsveranstaltung zur Wahl und zu S21 schon übermorgen, am Mittwoch, ab 19 Uhr auf dem Marktplatz. Die Überschrift des Abends ist: Und was ist mit Stuttgart 21? Es werden sprechen Gangolf Stocker, unser Urgestein, Irene Köberle, Egon Hopfensitz, Gundrun Müller-Enzlin und Peter Conradi, alles Schwergewichte. Für die Musik sorgt die Gruppe No Sports. Im Remstal, nächster Punkt, kann man derzeit 4 Ausstellungen über den armen Konrad besichtigen, 3 davon in Weinstadt, Schorndorf und Waiblingen. Die 4. ist im Fellbacher Stadtmuseum zu sehen. Für uns deswegen von besonderem Interesse, als es daneben eine Sonderausstellung zum Bürgerprotest gegen S21 gibt, mit der eine aktuelle Parallele zu dem damaligen Bauernaufstand gezogen wurde. So, jetzt wünsche ich Ihnen einen guten Abend und bis zum nächsten Montag an gleicher Stelle. Wir wollen dann versuchen, ein Resümee aus der Gemeinderatswahl zu ziehen,
doch nur dann, wenn sie alle zur Wahl gegangen sein werden. Und jetzt startet unser Demozug. Er führt